Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute wieder hier mein Statement aus dem Krisenstab beim Landkreis Leer. Natürlich tagt der Stab 7 Tage die Woche, um diese Krise zu bewältigen. Heute haben wir leider im Landkreis Leer den ersten Todesfall im Zuge der Corona-Epidemie zu verzeichnen. Ein 66-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet ist an der Lungenkrankheit Covid-19 leider verstorben. Er hatte schwere Vorerkrankungen und das ist wirklich ein schwarzer Tag für uns. Es ist so, dass die Zahl der Infizierten sich um eine Person erhöht hat. Wir haben jetzt 13 Fälle im Landkreis Leer zu verzeichnen, eine geheilte Person und eben der Todesfall, der heute eingetreten ist. Und insgesamt befinden sich hier im Landkreis Leer zurzeit 214 Menschen in Quarantäne. Damit hat sich diese Zahl auch wieder leicht erhöht. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und eine gute Nacht.